Alles zielt auf den Abyss. Tja, was meinst du, wieso sie so lange braucht? Dagon Garra hat als einziger überlebt, was wir gleich tun werden. Wenigstens sterben wir gemeinsam. Hey, das sind ja ermutigende Worte. Hoffentlich passen die auch alle auf meinen Grabstein. Seht nur. Oha. Ist das ein Sprungtor? Oh nein, das ist diese Materie. Es ist wunderschön. Oh ja. Ich wette, das haben die anderen armen Schweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter verarbeitet wurden. Kein Wunder, dass niemand durchkommt bei sowas. Toll, das nenne ich ein Hindernisparcours. Ich leite Energie von den Deflektoren auf die Triebwerke um. Was, bist du irre? Du tauschst Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das Ding. Vertraue auf die Macht. Wow. Du dir nicht ein. Sieh, was ist los? Die Anlagen sind überladen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir müssen schneller werden. Tut mir leid, noch schneller geht nicht. Warte, Moment mal. Hast du sie noch alle? Wenn du blind in den Hyperraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir? Nein, aber doch. Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Jetzt. Die fliegen durch. Irgendwo im Abyss jetzt. Du hast es geschafft, du dreiarmiger Sohn eines Gundak. Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Aha, von wegen. Wow. Hoffentlich lohnt es sich. Jetzt fliegst du hin, unbewohnbar. Am lustigsten wäre es, wenn es einfach ein Gasplanet wäre. So ein Jupiter, huch. Okay. Was wird uns erwarten? Das ist, fühlt sich gar nicht gut an. Hier ist es also, Tanalar. Du und Marin, seid vorsichtig da draußen, okay? Wow. Ja, ja, du auch, BD. Uns passiert schon nichts, Grease. Ich nehme dich beim Wort, Kerl. Ich hab nicht vor, den Rest meiner Tage auf diesem Felsen zu verbringen. Vor allem nicht mit diesem Verräter. Wir sind bald wieder zurück. Das ist diese Welt. Marin. Los geht's. Rand der Zuflucht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Gewandte Zuflucht klingt nämlich eher mehr nach Tod und Verderben. Das ist also Tanalore. Es ist nicht so, wie du es erwartet hast? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. So viel hat sich verändert, seit ich den Namen zum ersten Mal hörte. Mhm. Auf diesem Weg kommen wir zum Tempel. Vor langer Zeit haben Dagon und Santari Cree hier ihre Zukunft geplant. Und wohin hat es sie gebracht? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall sind sie alle tot. Die florierenden Gärten. Und dieses wunderschöne Stück. Meine Güte. Boat wird nicht zulassen, dass das hier friedlich endet. Er hat bereits Verrat und Mord damit gerechtfertigt, ein Vater zu sein. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt und er kann nirgends hin. Er wird uns töten oder getötet werden. Aber das Schöne ist... Sag was! Was ist das hier? Du hast recht. Aber was ist mit Kata? Sie ist nicht viel jünger, als wir es waren, als uns unsere Familien genommen wurden. Ich weiß. Wir beide werden diesen Verlust für den Rest unseres Lebens mit uns tragen. Aber Kata hat immer noch eine Chance. Ja. Also schön. Wir geben Boat die Chance, sich zu ergeben. Das wäre schön. Kata. Und für uns. Für beide, ja. Weil am Ende des Tages Kata wird dann nur noch eine Mitreisende sein. Ich denke ständig an etwas, das sie einmal gesagt hat. Eine Warnung. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Ich empfinde so viel Hass auf Bord. Sia hat ihren Kampf mit der dunklen Seite gewonnen. Das wirst du auch. Sag das nicht. Er ist immer noch hier. Gut. Das ist so ein bisschen Paradies, ne, mäßig. Ah, hier gibt's noch ein bisschen Erinnerung, ha? Rückzug zum Tempel! Die Nile nehmen unsere Stellung in die Zange. Meister Gera, das ist ein Befehl. Mhm. Denke, okay, gut. Also, letztendlich die Nihil. Die waren die Bösen, die hier alles zerstört haben. Wahnsinn. Zeremonieller Brunnen. Okay. Hörst du das? Kata. Oh nein. Wahnsinn. Geister still, versteckst du dich. Deine Freunde strahlen ewig Licht. Ist der Himmel klar, spür ich, du bist da. Wenn dein Blick mich stillt. Was bringt das euch, dass ihr hier alleine seid? Bist am Himmel. BD1. Oh. Hey, Kata. Das ist Marin. Sie ist eine Freundin. Tut mir leid, dass Papa dir wehgetan hat. Ja. Er sagte, ich würde dich nie wiedersehen. Du hier? Kata, dein Vater hat etwas sehr Wichtiges gestohlen. Wir fragen ihn, ob er es zurückgibt. Zeigst du uns den Weg? Wir wollen nur reden. Okay. Komm mit. Ich mag es hier nicht. Es ist dunkel und einsam. Du musst keine Angst haben. Besser? Tja, Marin wird dich unterstützen. Du bist sehr hübsch. Oh.
süß. Wow. Nach wie vor so richtig schön. Ich frag mich, was Boat macht. Wie seid ihr hergekommen? Es war nicht einfach. Ihr hättet uns nicht folgen sollen. Aber nicht! Bleib zurück, Cutter! Es ist der einzige Weg, dass du sicher bist. Sie wird sicher sein. Das verspreche ich, Boat. Aber hör mir zu. Es ist vorbei. Leg deine Waffen nieder. Dieser Planet wird eine Zuflucht für alle sein, die vom Imperium verfolgt werden. Auch für Cutter. Und für dich. Aber du musst dich ergeben. Jetzt. Geh nach draußen, Cutter. Hör auf sie, bitte! Los jetzt! Was ist falsch mit dir? Ich werde entscheiden, was das Beste für meine Familie ist. Ein Detonator! Übrigens eine schöne Hommage an... Ergib dich! An der Force Unleashed bei ihm. Du wirst zerbrechen. Na, in Ruhe. Lenk ihn ab. Ich greife auf den Schuh. Oha. Schau mal. Okay, bei ihm hilft das hier nichts. Ich brauche einen. Okay. Ändern wir den Stil. What the actual... Der will's wissen, ne? Komm her. Nee, ich mit mir. Nein, nicht mit mir. Au. Da wollte ich aber näher ran an dich. Oh nein. Wieder der gleiche Trick. Hat das wehgetan? Alter, schon wieder dieser Trick. Der geht mir echt auf den Keks gerade. Komm her. Nein! Ich bin schon wieder viel zu früh. Ja, Kollege. Treffer.
stark, würde ich sagen. Oh nein. Sehr gut. Die hauen ab. Oh nein. Wir geben uns der Dunkelheit hin. Wir hätten es auch sein lassen können, ne? Ich hoffe, wir können es auch andersrum machen, aber ich brauche es gerade. Ich will es gerade. Geh einfach, Kollege. Wir hätten es wahrscheinlich auch nicht machen müssen. Hilfst du mir mal bitte? Hey, Kumpel! Okay, komm her. Aua. Oh, oh, lass es. Ich glaube, wir packen das nicht. Ja. Ich überlege, können wir das nochmal schlimmstenfalls rückgängig machen? Ja, wir könnten. Ah, wir könnten nicht. Wir gehen direkt wieder in den Kampf. Oder doch? Oder doch? Aha. Unsere Entscheidung ist endgültig. Meister Roncesus, bitte. Er ist bereit zu kämpfen. Und das bewundere ich. Aber wir würden nicht nur sein Leben riskieren. Die Schiffe starten. Mhm. Wir haben keine Zeit. Ich schlage vor, ihr beide kommt mit. Es gibt einen Punkt. Ich würde gerne mal probieren, nichts zu tun. Sich nicht der dunklen Seite hinzugeben. Ich habe keine Ahnung, was dann passieren würde. Wieder hochkommen. Huiepie. Runter mit dir, Kollege. Diesmal lief's viel besser. Gegen machen. Komm her, Kollege. Oh, schön. Was?
konnte der mir so viel Schaden auf einmal zufügen? Ich hatte auch noch ein halbes Leben, oder? Och, Mann. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen geärgert. Weil eigentlich lief es ganz gut. Gerade mit dem Doppelstil läuft es recht gut. Wobei, okay, pass auf. Wir machen es noch einmal. Okay. Du wirst zerbrechen. Okay, komm her, Junge. Okay, komm. Ergib dich. Oh. Ich würde mal den starken Stil mitnehmen. Lenk ihn ab. Ich greife auf den Schatten. Lieber früher den Stim nehmen als später. What the fuck? Hat das wehgetan? Hilfe bitte! Okay. Ist vorbei. Zu spät. Zu früh meine ich. Noch ein Stim. Na toll. Ich brauch was, Kumpel. Stim, hier. Jetzt aber. Das vorhin war nearly perfekt, also. Und das hier war jetzt, naja. Es ging. So, Kollege. Okay. Komm her, du Drecksack. Nein. Wir haben es nicht geschafft. Ja, natürlich. Hilfst du mir mal, bitte? Okay. Keine Chance. Aua. Zu früh. Jetzt meine Heimat! Enttäuschend. Okay. Er will's wissen. Boat. Oh. Keine gute Reaktion wieder. Was hast du da auf Kästchen? Bleib mal eine Minute. Sehr gut. Stimmt, sofort. Na komm. Ich glaube, am besten kann ich damit umgehen. Und jetzt ergeben wir uns mal nicht der dunklen Seite. Also das kommt jetzt. Nee. Ich konnte es mir gar nicht aussuchen diesmal. Du weißt, dass du schwach bist. Da habe ich mich einmal entschieden, kann ich mich nicht nochmal entscheiden? Hilfst du mir mal bitte? Okay. Okay. Ich muss ihn in den Nahkampf zwingen, dann geht das. Halt. Okay. Jämmerlich.
Boah. Oh, jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend, jetzt kommt der Tanz. Gott, das ist aber ein Kampf, wo ich mich echt konzentrieren muss. Okay, das ist das. Ich kann nicht ausweichen. Ich bin tot. Es ist vorbei. Meine Güte, ist der Kampf schwer. Also wir hatten den ja schon fast. Ich überlege, in welch... Also... Der ist ein bisschen stärker. Weil der ist nicht so stark, aber der ist schnell. Hat aber auch wenig Reichweite. Wir probieren es mal, ich habe keine Ahnung. Aber das ist echt ein Kampf. Und jetzt versuchen wir mal die Cutscene nicht zu überspringen, sondern gucken mal, ob wir tatsächlich da nochmal eine Reaktion machen können. Im Sinne von keiner Reaktion. Na komm, BD. Okay. Okay. Ja, daneben, Kollege. Nee, ernsthaft? Ich komme auf den Schatten an. Aus der... Ich aus der Entfernung. Ich brauche Hilfe. Alter, was? Okay, jetzt. Phase 2. Oh Mann. Ach Gott, Kollege. Und das Schöne ist, wir haben direkt neben uns Leben. Was hast du drauf, Kästis? Na komm. Du hast keine Chance. Das hat er gut hinbekommen. Was? Er kommt direkt damit. Komm her, Kollege. Alter, was? Hilfst du mir mal? Ja. Du bist selber rein, ha? Hilfe! Boah. Das war gut noch gewesen. Da hat uns beide getroffen, Kollege. Okay. Hä?
Ich hab mich doch... Der war gut. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das entscheiden können. So, sie rennt weg. Maren rettet sie. Jetzt bin ich gespannt. Muss ich mich entscheiden? Ich muss. Anscheinend. Sonst ist es vorbei. Aber ich hätte es einmal lassen sollen. Ich will halt nicht doch mal gegen ihn kämpfen. Das ist so mein Problem gerade. Wechseln mal. Ne, wir bleiben bei dem hier. Was? Kommst du nicht mehr in die Welt raus? Okay, jetzt aber. Alter. Nicht mit mir, Kollege. Der hat echt einen schlechten Tag erwischt heute. Komm her, Junge. Schnell, Hilfe!